Moin Sander, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Majora's Mask und wir haben hier einen kleinen Mikau. Ja, ich höre mir seine komische Botschaft an und letzten Endes. 1, 2, 3, mach das Begräbnis. Oh Baby, Baby, hör mir zu. Der Karneval beginnt bald. Und wir warten schon darauf, ihn zu sehen, den geilen Karneval. Aber dieses Mädchen! Ah! Unsere Sängerin! Oh, sie hat so seltsame Eier gelegt. Und dann hat sie ihre Stimme verloren. Und du kannst nicht verstehen, was sie sagt. Boah! In den großen Buch nun, das ist was passiert. Das ist nicht wahr? Oh, Baby, hör mir zu! Ich will dich nicht darum bitteln und betten, aber die verdammten Gerudo-Piraten, sie haben dir so Eier gestohlen. Ja, ich bin da hingegangen, die haben mich verprügelt und ja, jetzt bin ich hier! Baby, wenn ich hier so sterbe, Jesus, wenn ich sterbe, werde ich dich in Ruhe, Frieden dahin schieden, das ist hier klar. Irgendjemand! Rettet diese verdammten Kackeier hier und heilt meine Seele, weil ich nicht mehr kann. Das alles, danke dir. War ein super Publikum. Ivy, Ivy, Ivy. Problem. Bam, 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 bam. Wo bist du denn? XYR, alles klar, kriegen wir hin. So. Da werden wir wieder eine weitere gepeinigte Seele retten. Bist du glücklich, Mikau? Ob du glücklich bist, habe ich gefragt. Das ist verdammt lange Nase, mein Freund. Fischstäbchen, du. Das sieht schon sehr belebend aus, wie er da so hingewuchtet wird. Und da ist ja unsere Lulu. Die aussieht wie Ruto. Und da sind die anderen Bandmitglieder. Wer ist deine Gitarre? Du weißt schon, du sollst jetzt hier Gitarre spielen, ne? Alles, was übrig bleibt, ist diese krasse Zoratschuppe. Ja, Link, du hast ihn getötet. Das ist richtig verstanden. Yay! Alles klar, hier, pass mal auf. Ich möchte ganz gerne, dass du meinen Liebewohl-Song, aka nützliche Informationen für dich, damit du klarkommst und meine Haut auf meinen Grabstein einfach einritzt. Ich zähle auf dich, dass du unserer Sängerin hilfst. Und links steht da wie Ochs vom Bärchen, denkt sich auch nur so, ja moin. Erstmal hier schon verbeugen. Ja, das ist schön gemacht. Schickes Grab. Eieieiei. Jetzt muss ich mal gucken. Wo waren eigentlich diese Kackschadadue? Die war doch... Genau, ich kann nicht sprechen. Die war da vorne. Jetzt ist das Ding. Ich habe 3 Flaschen und jetzt sind 7 beschissene Eier. Und ich glaube, allein 4 verschissene Dreckseier waren ja auch dann in dieser blöden Piratenbuch. Das heißt, ich müsste da auf jeden Fall nochmal... Ich brauche auch noch den Fanghaken, den Enterhaken, nicht? Ja, ja, auf jeden Fall speichern. Sonst bin ich am Überlegen. Den krieg ich ja, den krieg ich ja, genau, den krieg ich ja hier in der geilen Piratenfestung. Ich muss gerade mal tauchen hier, so, und jetzt kann...
Ja, ich muss mit der Zora-Gestalt noch ein bisschen klarkommen. Dass ich immer so nach oben drifte, das gefällt mir nicht. Da ist dieses wundervolle Tor von den Piratitis. Ich möchte gerne hier unter Wasser schwimmen, weißt du? Ja, du musst es halt... Wieso geht der Knüppel immer nach oben? Das finde ich ein bisschen blöd. Nein, das wollte ich nicht. Das ist nicht gut. Jetzt musst du wirklich nach oben, mein Freund. Sonst wird die Luft knapp. Danke. So, Sif hat das Schwimmen noch nicht raus. Weißt du, siehst... Ah, ich muss den Knüppel nach unten. Okay. Oh, das ist aber... Ja, okay, gut. Ja, ja, ich bin ein bisschen blöd, aber das ist nicht so schlimm. Bumsen. Wir lernen! Wir sind ja lernfähig und nicht resistent. Will ich mal meinen. Meine Fräulein Kiss, ne? Ah, fucking Piratenfotzen. Ich bin auch eine Piratenfotze. Ich habe meinen Dreispitz, genau. Dreispitz habe ich, den ist ein echter schicker Dreispitz aus fucking Venedig. Den habe ich mir gegönnt. Verdammt, du kannst mich nicht sehen, ich bin im Wasser. Ernsthaft? Ich köpfe euch noch. Ich sehe nichts. Aber ich habe irgendwas kaputt gemacht. Lach mich nicht aus, Zora. Lach mich einfach nicht aus. So, die Kameraperspektive ist wieder für den Arsch. Ach fuck, ich muss auch noch ein Foto von den Damen machen. Ich wollte wieder das böse F-Wort benutzen. So, jetzt mich nicht sehen, ich bin unter Wasser. Danke. Ba, 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 ba. Ja, jetzt geht doch mal weg, ihr kleinen Knochenknabberer. Okay, Moment. Jetzt möchte ich aber gerne hier, jetzt muss ich üben. Tauchen. Okay, das ist der richtige Knopf. Genau. So schön. Das wird vielleicht eine Timing-Sache. So, jetzt bleibe ich hier unten, weil komplett nächste Motorboot angeschissen. Das andere warte ich auch noch ab, weil das sieht so aus, als wäre die nächste Lücke größer. Das wäre ja smarter Smarty, wenn ich jetzt hier sage, okay. So. Ciao, Kakao. Danke fürs Gespräch. Jetzt muss ich mich gleich einmal zum Geruhen machen, das dann runterdrücken und dann kann ich wieder als Zora hier durch dieses Portal gedönsen. Ich muss mich auch noch beeilen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Moment, da ist mal Masken. Ja, hier die Hasenmaske kann ich jetzt gerade nicht benutzen. So. Y. Und dann einmal Bombs. So, jetzt muss ich mich beeilen. Zora, ja, das sieht super aus, wenn du diesen großen Goronenkopf hast. Boah, wehe, mich sieht einer von diesen scheiß Dreckspiraten, hätte ich gesagt. Hallo, ich habe ein Problem mit der Steuerung noch so ein bisschen. Ja, das merkt man. Bisschen tiefer, wenn ich bitten darf. Und beeil dich, weil wenn das Ding jetzt gleich wieder zugeht, ärgere ich mich. Oh, verdammt! Schnell, 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 schnell. Geht doch einfach weg. Die kommen aus dem Nichts. Was ist denn das für ein Müll? So, jetzt ist mir egal, jetzt bin ich drin. Sollte ich tunlichst nicht erwischt werden, weil das ist sonst richtig ätzend. Schön gleich den Bogen in die Pöppisse rein. Ah, ja. Verdammt, Dax! Ich bin zu blöd, um dagegen zu schwimmen. So. Ja, erstmal mit dem Kopf durch die Wand, wer kennt's nicht, ne? Warte mal, kann ich halt auch... Ich gehe ja eh andersrum, ne? Also könnte ich theoretisch auch zurückziehen, oder nicht? So. Braucht ja hier keine Sau, habe ich gehört. Bums. Ups. Ganz ruhig.
Ich weiß, ich mache das nicht korrekt, aber ich mache es richtig. Das ist alles, was zählt. So, der Rest juckt mich da jetzt auch nicht so, es sei denn, ich muss das nochmal anders verschieben. Ich will nicht gerade, wie komme ich denn an diese Truhe? Ach, ist mir auch egal. Das soll mich jetzt nicht weiter stören. Ups. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen schwimmen, ne? Das wäre nicht verkehrt. Und da muss ich aufpassen. So, da muss ich natürlich jetzt mal erstmal hier runtergehen. Weil das Wasser ist nicht gut. Das schippt mich direkt nach draußen, ne? Ja, du kannst jetzt wieder hoch. Weißt du, was eine Oberfläche ist, mein Freund? Richtig, das. Dann siehst du, die Pfeile gehen auch schon nach oben. Hi. Ah, ja, das andere war anscheinend nur zum Üben. Willkommen im Taufbecken. Jetzt muss ich aufpassen, da oben. War das schon hier oben, wo so eine blöde Kuh mal lang lief? Oder war das woanders? Naja, egal. Erstmal den Loot mitnehmen. Ihr kennt mich. Kisten und cool. Ja. Gebt mir die Rubinchen. Ich muss dann noch ein bisschen zocken. Und ich will mal diese geile Pfeile-Scheiße abschließen. Oder nee, die, ich glaube, die Zora-Tanten, die kamen ja erst später. Dieser krassen Bastion. Okay, da ging er, glaube ich, nach draußen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ging es für ein Herzteil. Oder der Rausschalter. Ah, schön. Ich glaube, das Herzteil war mir jetzt aber nicht so viel wert. Ja, oder? Ups, da wäre ich ja fast runtergeflogen. Das wäre jetzt nicht so schlau gewesen. Mann, ich könnte es ja mal probieren. So, erstmal hier wieder meine Lieblingsmaske. Mal davon abgesehen, die Maske der Nacht fand ich schon immer ganz cool. Und halt unsere flotte Hasenmaske, weil eben Speed. Und ich schaffe das immer noch nicht, die kaputt zu machen. Geil. So, jetzt sollte ich mich aber beeilen. Ganz schnell. Schneller. Brrrr. Der juckt mich nicht mit dem komischen Tor. Ich bin link und ich komme hier raus. Bums. Draußen. Also, ich habe noch Pfeile bekommen. Das brauche ich für diesen ganzen Scheiß hier. Bums. Okay, doch nicht. Jetzt müssen wir höher. Danke. Dann machen wir jetzt mal wieder hier. Ja, du kannst auch da drüber. Nein, kannst du nicht. Ah, verdammte Axt. Nein! Oh! Immer zu lange braucht. Ist okay. Was ist denn da? Gut, dass ich zu lange gebraucht habe. Ich hätte sonst hier diese Truhe vernachlässigt. Das wäre doch nicht in Ordnung gewesen. Gib mir Para! Oh, wow. Ja, gut. Vernachlässige einfach diese Truhe. Sie ist es nicht wert! Ich habe mir schon mal besser angestellt. Gebe ich ehrlich zu. Ich muss auch sagen, ich habe saulange nicht mehr gespielt. Das ist, glaube ich, auch aufgefallen. Lass uns bei mir doch ein wenig... Nicht da rein! Okay, doch da rein. Her ist... Und geschafft! Heidewitzka, Hudenelli, ich bin durch. Also noch nicht wirklich, verdammt. Also da müsste ich jetzt wahrscheinlich tauchen. Das machen wir jetzt mal so. Ja, genau. Oh, da müssen wir hoch. Da muss ich da drüber. Und dann kann ich ja einfach zur Seite, weil das juckt mich. Also theoretisch kann ich mit meinen Flossen die so ein bisschen wegschießen oder zumindest bewegen lassen. Aber ich sehe da keinen Grund zu. Das sehe ich wirklich einfach keinen scheiß Grund zu. So. Dann müsste ich doch theoretisch auch die Flossen benutzen können. Danke. Bums. Das war anscheinend zu hoch. Verdammt.
Junge. So? Geht doch. Und mein Timer sagt natürlich, du hast getrödelt, du hast nichts erreicht. Wir machen ganze Schicht im Schacht. Bums. Warte, ich muss mal gerade gucken, welche muss ich denn zusammenpacken? Ja, ist okay, Timer verwerfen, danke. Ach, das ist doch hier eine Moppelkotze gut. Ich krieg nichts hin. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und wave.